Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese super einfache Wintermütze häkeln könnt. Ich habe die jetzt ein bisschen mit Watte gestopft, dass ihr die Form einfach gut sehen könnt. Das ist eine absolut einfache Mütze oder Beanie. Die wird nur mit einer Runde die ganze Zeit wiederholt. Das ist eine Mütze, in der wir keine Abnahmen, Zunahmen oder sonstiges häkeln. Es wird nur das Riemchen gehäkelt und dann wird nur eine Reihe die ganze Zeit wiederholt. Also ein absolut tolles Projekt für einen Anfänger. So sieht das Ganze von hinten aus. Ihr könnt natürlich dann noch einen Bommel dran befestigen mit so einem Pompom-Maker. Habt ihr das ganz schnell gemacht? Aber ich habe mich für diese entschieden, jetzt einfach keinen dran zu machen, weil ich die so einfach schön genug finde. Und wie gesagt, die ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr braucht nur ein Knäuel Wolle. Und dann zeige ich euch jetzt, was wir benötigen. Wir benötigen heute eine 5 mm Nadel, eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen, einen Pompom-Maker und wir häkeln heute mit dieser absolut tollen Wolle, auch wieder von King Cole, das ist diese Fashion Aran. Und ihr seht, das ist so eine Effektwolle, es nennt sich auch Tweed-Wolle und ist zurzeit halt voll in. Also die gibt es halt wirklich in verschiedenen Marken, verschiedenen Farben und das macht wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt an den gehäkelten Sachen. Dadurch, dass sie einfach so diese leichten Farbakzente hat, auch absolut nicht kratzig, also nicht, dass ihr dann denkt, das ist eine kratzige Wolle oder sonstiges. Es ist einfach nur wirklich, dass die so einen schönen Effekt herzaubert. Das ist eine 70% Acrylwolle und 30% Wolle. Und wie gesagt, wir benötigen eine 5 mm Nadel. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen wieder mit dem Riemchen. Und dazu bilden wir eine Schlaufe. Und wir häkeln 7 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Also wem das Riemchen jetzt zu schmal ist, der häkelt einfach noch mehr Luftmaschen. Also das könnt ihr ganz leicht anpassen, indem ihr einfach noch ein paar Luftmaschen dazu häkelt. Ich mag es eher, wenn das Riemchen so dezent ist. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Also, wir haben 7 Luftmaschen gehäkelt. Wir benötigen jetzt die zweite Luftmasche, also 1, 2. In die gehen wir hinein und häkeln eine feste Masche. 2 Schlaufen auf der Nadel. Wir gehen durch beide Schlaufen durch. Wir gehen in die nächste Masche und häkeln auch dort eine feste Masche. Und das machen wir einfach. In jede Masche wird eine feste Masche gehäkelt. Wer meine Wintermütze schon gehäkelt hat, diese Büschelmaschenmütze, der kennt das Ganze schon. So, ihr müsstet jetzt insgesamt 6 Maschen haben, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden das Ganze. Wir häkeln jetzt wieder. Wir haben hier unsere Maschen in diese hintere Masche. Also ihr geht in diese hintere Masche hinein und häkelt einfach eure feste Masche. Wir gehen wieder in die hintere Masche hinein und häkeln eine feste Masche. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Eine feste Masche in jede Masche, aber nur in diesen hinteren Bogen. Auch ganz wichtig ist hier diese letzte Masche. Die ist ganz leicht zu übersehen. Also auch dort eine feste Masche in die hintere Masche. Und somit entsteht dieser tolle geriffelte Effekt. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden und gehen wieder in diese hintere Masche hinein und häkeln unsere feste Masche. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Also ihr wiederholt
diese Reihe immer und immer wieder, bis euer Rähmchen dann die Länge von eurem Kopfumfang erreicht hat. Also ihr häkelt jetzt einfach weiter, bis euer Rähmchen lang genug ist, dass es halt gut über euren Kopf drumherum passt, für euren Kopfumfang. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein Rähmchen habe ich jetzt fertig gehäkelt, also seht einfach nur zu, dass es gut um euren Kopf herum passt, dass es nicht allzu eng anliegt. Es dehnt sich zwar noch ein bisschen, aber es ist einfach nur wichtig, dass es wirklich nicht zu eng am Kopf anliegt. Dann nehmen wir die beiden Seiten, legen die aufeinander und jetzt wird das Rähmchen einfach zusammengehäkelt. Und zwar gehen wir mit der Nadel dann wieder in unsere Schlaufe hinein. Ich nehme die Wolle mal von der anderen Seite. Und jetzt gehen wir in diese erste Masche einfach hinein und in die gegenüberliegende, dass wir beide Maschen haben, also beide Seiten. Und wir häkeln eine Kettmasche. Und das machen wir jetzt einfach in jede Masche. Also wir gehen in die nächste Masche, häkeln eine Kettmasche. Dann wieder in die nächste Masche und wieder eine Kettmasche. Und das machen wir jetzt, bis wir dieses Riemchen zusammengehäkelt haben. Also ihr seht, das ist wirklich ganz einfach. Seht einfach nur zu, dass ihr wirklich beide Seiten habt. Hier haben wir jetzt noch die letzte Masche. Auch hier eine Kettmasche. Und wir sind fertig. Jetzt können wir anfangen, um das Riemchen herum zu häkeln. Und zwar häkeln wir jetzt erstmal eine runde, feste Maschen. Also eine Luftmasche. Wir gehen einfach jetzt in jede Masche, die wir können, hinein und häkeln eine feste Masche. Also ihr seht, ich gehe jetzt einfach in diese Zwischenräume hinein und häkel eine feste Masche. Und auch das macht ihr jetzt einfach die ganze Runde. Einfach nur eine feste Masche in jede Masche, die ihr halt erwischen könnt. Also ihr seht, ich habe jetzt hier wieder eine Öffnung. Auch da gehe ich hinein, häkel eine feste Masche. Es gibt da keine genaue Vorschrift jetzt, wo ihr da einstechen müsst. Nur einfach, dass es schön gleichmäßig ist. Und das macht ihr jetzt einfach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt am Ende angekommen und wir beenden die erste Runde mit den festen Maschen. Einfach in diese erste feste Masche gehen wir hinein und häkeln eine Kettmasche. Und so sieht die erste Runde jetzt aus. Also einfach nur eine feste Masche in jede Masche. Wir beginnen die nächste Runde mit zwei Luftmaschen. Und jetzt überspringen wir eine Masche und in diese übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Also wir nehmen Umschlag, gehen in die Masche hinein, drei Schlaufen auf der Nadel, wir gehen durch die ersten beiden Schlaufen durch und durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Jetzt benötigen wir diese Masche, die wir übersprungen haben. Dort hinein häkeln wir jetzt ein Stäbchen. Also wir nehmen Umschlag, wir gehen einfach in die Masche, die wir übersprungen haben, hinein, holen unseren Faden, drei Schlaufen auf der Nadel und häkeln unser Stäbchen jetzt einfach nur fertig. Und somit entsteht dieses X-Muster, das wir mit den Stäbchen häkeln. Also ihr werdet sehen, die ersten paar Stäbchen sind relativ komisch. Aber wenn ihr den Dreh einmal raus habt, geht das wirklich ganz, ganz schnell von der Hand. Also ihr nehmt dann wieder einen Umschlag, überspringt eine Masche und in die übernächste Masche häkelt ihr ein Stäbchen. In die Masche, die ihr übersprungen habt, häkelt ihr jetzt wieder ein Stäbchen. Also nehmt einen Umschlag, geht in diese Masche hinein, holt euch den Faden und häkelt das Stäbchen einfach fertig. Jetzt erkennt man es ein bisschen besser. Also es ist wirklich ein sehr schönes Muster. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Wir überspringen eine Masche, in
die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Und in die Masche, die wir übersprungen haben, häkeln wir jetzt wieder ein Stäbchen. Also ein Umschlag. Wir gehen in die Masche und häkeln unser Stäbchen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und das wiederholt ihr jetzt einfach die ganze Runde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ihr das Ganze drumherum gehäkelt habt. So, ich bin jetzt am Ende angelangt. Auch hier wieder überspringen wir eine Masche, häkeln unser Stäbchen. Wir gehen wieder in diese hintere Masche und häkeln das zweite Stäbchen. Um die Runde zu beenden, gehen wir in dieses allererste Stäbchen hier oben hinein und häkeln eine Kettmasche. Und so sieht unsere erste Runde jetzt aus. Und diese Runde wird einfach nur wiederholt. Es gibt keine Runden mit Zunahmen oder Abnahmen oder sonstiges, sondern es wird nur diese Reihe einfach nur wiederholt. Ich zeige euch nochmal den Anfang von der zweiten Reihe. Wir häkeln zwei Luftmaschen, überspringen die erste Masche und gehen in die nächste Masche hinein und häkeln unser Stäbchen. Umschlag, wir gehen wieder in diese hintere Masche hinein und häkeln wieder ein Stäbchen. Und das wird jetzt die ganze Zeit wiederholt. Also, wir überspringen die nächste Masche, in die übernächste Masche häkeln wir wieder ein Stäbchen und dann wieder ein Stäbchen in die übersprungene Masche. Und somit entsteht dieses tolle Muster. Und diese Runde wiederholt ihr jetzt, bis ihr insgesamt 14 Runden gehäkelt habt. Also ihr häkelt jetzt 14 Runden in diesem Muster. Also wie gesagt, keine Zunahmen, Abnahmen oder sonstiges, sondern einfach nur diese Runde wiederholen. Und das macht ihr jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ihr eure 14 Reihen fertig gehäkelt habt. So, meine 14 Reihen habe ich fertig gehäkelt und so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, das Muster sieht absolut klasse aus. Also es lässt sich so schnell häkeln und es fühlt sich total gut an und sieht einfach toll aus, vor allem auch mit dieser Wolle, die einfach diesen tollen Effekt macht. Also meine Mütze, ich messe die mal aus, ist jetzt 21 cm hoch. Und für mich ist das wirklich ausreichend. Die ist dann schon ein bisschen locker am Kopf oben. Aber wenn ihr dann wirklich so einen längeren Beanie haben möchtet, häkelt noch 2-3 Runden dazu. Probiert es einfach immer wieder an. Aber für mich ist das jetzt einfach ausreichend. Aber wie gesagt, ihr könnt es ganz leicht anpassen, indem ihr noch ein paar Reihen häkelt, wenn ihr dann so einen schönen langen Beanie haben möchtet. So, und jetzt beenden wir unsere Arbeit. Also wenn ihr dann eure gewünschte Höhe erreicht habt, wird das Ganze einfach jetzt beendet. Und zwar habe ich dann mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen das Ganze beendet. Wir häkeln eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest und jetzt schneiden wir den Faden einfach ab. Also wir schneiden das Ganze einfach ab und ziehen die Nadel vorsichtig durch und ziehen das Ganze fest. Dann holen wir uns nochmal einen Faden. Und zwar würde ich mir dann ein bisschen längeren Faden abschneiden, weil wir jetzt die Mütze einfach zusammennähen oben. Also schneide ich einfach den Faden ab. Und jetzt benötigen wir einfach unsere Nadel. Und mit der gehen wir einfach durch. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Mütze ganz einfach zusammennähen. So, als erstes drehen wir die Mütze jetzt einfach auf die andere Seite. Also wir nehmen das Ganze und drehen das Ganze einfach um, dass wir hier die Rückseite einfach hier oben haben. Und hier ist jetzt unser Faden, den wir abgeschnitten haben. Den müssen wir einfach später vernähen. Und jetzt holen wir unsere Nadel und wir gehen jetzt einfach mit der Nadel hinein, ziehen den Faden durch und wir lassen einfach ein Stück von dem Faden
übrig. Also zieht das jetzt nicht komplett durch, weil den Faden benötigen wir dann gleich noch. Also wir sind jetzt hier mit der Nadel durch. Wir überspringen eine Masche und gehen jetzt von der Rückseite einfach in die übernächste Masche durch. Wir überspringen eine Masche, gehen in die nächste Masche wieder durch. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Wir überspringen eine Masche, in die übernächste Masche gehen wir wieder von hinten durch. Und dann wieder von vorne. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Mütze entlang. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Seid ihr wieder angelangt. Also hier ist der Faden, mit dem wir die Mütze beendet haben. Wie gesagt, den müssen wir gleich nur noch vernähen. Und jetzt nehmen wir die Nadel einfach runter, holen uns den Faden, mit dem wir vernäht haben, und den Anfangsfaden. Wir halten die beiden einfach fest und jetzt ziehen wir das Ganze einfach nur zu. Also, wir ziehen an den beiden Fäden und ziehen das Ganze schön zu. Jetzt könnt ihr da einen Knoten drauf machen. Also einen festen Knoten. Ich befestige das nochmal mit einem Doppelknoten. Und ziehen das Ganze schön fest. Wir drehen die Mütze jetzt einfach mal um. Und so sieht die jetzt aus. Wir haben jetzt hier noch eine wirklich minimale Öffnung. Was ihr jetzt machen könnt, dreht das Ganze nochmal um. Holt euch nochmal den Faden und nochmal eure Nadel. Und dann wird dieses kleine Loch, was da halt noch ist, es ist wirklich sehr, sehr klein. Aber das kriegen wir auch ganz schnell zugenäht. Also ihr geht dann einfach mit der Nadel rein, einfach durch und zieht dieses kleine Loch, was da noch war, einfach zu. Also ihr seht, es ist wirklich super, super einfach, geht auch ganz, ganz schnell. Und das mache ich jetzt noch einmal zur Sicherheit hin und zurück. Und jetzt ist das Ganze zugenäht. Ich drehe es nochmal um. Und so sieht unsere Mütze jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also hier oben sieht es einfach so aus und sieht absolut stylisch aus. Also ich zeige es euch mal ein bisschen höher. Und ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Was ich jetzt noch mache, ich vernähe die ganzen Fäden. Und dann zeige ich euch gleich, wie die Mütze fertig aussieht. So, die Fäden habe ich vernäht und unsere Mütze ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir in diesem Video, diese absolut tolle und einfache Mütze zu häkeln. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich jetzt noch einen Bommel da dran machen. Das sieht auch ganz toll aus. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß, diese Mütze zu häkeln. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, einen ganz, ganz tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!